Also im Prinzip hätte ich jetzt auch fast gesagt, ist ja schon fast alles zum Hochschulforum gesagt. Dann kann ich die Hälfte der Präsentation abschließen. Nein, ich freue mich erstmal, dass Sie da sind, auch da geblieben sind und hier am Ende eines, wie ich den Eindruck hatte, sehr produktiven Tages nochmal einen Blick mit mir darauf werfen mögen, was wir in diesem Hochschulforum in den letzten Jahren gemacht haben. Auch das war zumindest mit angefragt, dass ich so ein kurzes Resümee fahre. Es ist nicht ganz so kurz, aber ich werde es ein bisschen kürzen, weil natürlich, so wie bei Jürgen, vielleicht auch bei Ihnen das Interesse insbesondere dahin gehen könnte, wo wollen wir denn eigentlich als nächstes weitermachen, was haben wir da geplant. Und da gibt es eben durchaus eine Reihe von Formaten, eine Reihe von Schnittstellen, wo wir vielleicht auch über den heutigen Tag hinaus in Kontakt bleiben. Das würde mich freuen. Ich habe in dieser Überlegung, was kann ich Ihnen denn jetzt eigentlich mitbringen und kann ich so ein Thema, the Digital Turn, wie kann man das mal anders als gewohnt einführen, mir eine kleine Sache überlegt und ich fange damit einem Geständnis an, ich bin 42. Ja. Das ist nicht erst seit Douglas Adams eine interessante Zahl, aber insbesondere mit dieser Verbindung in dem Roman, ohne den jetzt näher ausführen zu wollen, ist es vielleicht gar nicht so unpassend von der, ja, der Lösung und vielleicht der entscheidenden Frage her zu gucken, weil man den Eindruck haben kann, wenn man sich um Digitalisierung jetzt Gedanken macht, dass ganz viel davon gesellschaftlich, wie vielleicht auch bildungsbezogen hier, man sich davon verspricht und dass man die große Lösung jetzt gerne auch haben würde. Ich stelle das in den Ministerien fest, dass auch dort die Suche da ist. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was können wir da in der Richtung tun? Und ich habe also in der Beziehung Ihnen jetzt eine kleine gedankliche Reise mitgebracht oder würde Sie dazu einladen wollen. Wenn Sie sich einmal zurückerinnern, ich habe das gestern Nacht getan, 42 Jahre bin ich auf der Welt, und wann habe ich eigentlich das erste Mal einen Computer in der Hand gehabt? Das wäre so meine erste Einladung, dass Sie einmal überlegen, wann war das bei Ihnen? Wie alt waren Sie da? Waren Sie schon erwachsen? Sind Sie vielleicht gerade im Kleinkindesalter damit in Berührung gekommen? Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber stellen Sie sich das einmal vor, was war das für eine Situation und was war das vielleicht auch für eine Umgebung? Wer war da dabei, in was für einer Welt haben Sie damals gelebt? Das ist natürlich eine Rekonstruktion, aber schauen Sie da mal rein. Und als zweites überlegen Sie vielleicht auch einmal, wann haben Sie das erste Mal beruflich mit ICT Kontakt gehabt? Wann haben Sie darüber nachgedacht, wie man das Potenzial, was da drin steckt, was technologisch sich gerade verändert, wie man das nutzen kann? Und was war das für eine Zeit und für eine Umgebung? Und als dritten Schritt überlegen Sie nochmal vor 4 Jahren, 2012, 2013, was haben Sie da beruflich gemacht? Hatte das schon was mit diesem Thema zu tun? Und wie waren da so Ihre Eindrücke von unserer Umgebung, von der Welt? Wie war sie technologisch? Wie war sie vielleicht auch in Ihren Schulen oder Hochschulen? Und mit diesen 3 Bildern sind wir im Prinzip jetzt auch schon gedanklich bei der Geburtsstunde vom Hochschulforum Digitalisierung. Für mich war es persönlich so, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, dass wir mit dem Stifterverband, für den ich eben auch arbeite als Programmleiter, dass wir damals ein Programm auf den Weg gebracht haben, das nannte sich MOOC Fellowship. Einige von Ihnen haben das vielleicht wahrgenommen, vielleicht auch sich beteiligt. In jedem Fall war es für uns damals ein neues Format. Gab es auch schon vorher als Speerspitze einiger, die damit vor Jahren schon experimentiert haben. Aber so um diese Zeit rum hat es eben nochmal so einen richtigen Boost gegeben, amerikanisch getriggert, dass man gesagt hat, was kann man eigentlich mit diesem Bildungsformat jetzt machen, wie kann man das weltweit einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wir haben als Stifterverband daraus ein Fellowship-Programm gemacht, ohne da jetzt auf die Details kommen zu wollen. Es war ganz spannend, weil man plötzlich eine neue Aufmerksamkeit hatte für dieses Thema. Was heißt denn eigentlich online-basierte Lehre im 21. Jahrhundert?
wie kann man das in neuen Bezügen denken, wie kann man neue Gruppen erreichen, dass da ganz viele Fragen dran waren. Und ich würde Sie tatsächlich einladen, einmal zu gucken, die Fellows haben mit diesem Format ganz, ganz spannende Sachen gemacht. Ich habe gesehen, die Pädagogische Hochschule Heidelberg ist hier mit vertreten. Christian Spannagel war einer dieser Fellows. Und alleine aus seinem Move, der wirklich sehenswert ist, auch von den Bildern und von der ganzen Idee, ist da viel Spannendes passiert. Ich gehe jetzt einen Schritt zu einem Twitter-Beitrag, den ich heute Morgen gesehen habe. Kennt jemand von Ihnen Thomas Frey? Ich kannte ihn auch nicht. Der arbeitet als Senior Futurist für ein Da Vinci-Institut und hat das irgendwie hingekriegt, mit seinem Thema zum World Economic Forum eingeladen zu werden, dieses Jahr, also vor ein paar Wochen. Und dort hat er die Frage gestellt, was glauben Sie eigentlich, was im Jahre 2030 das größte Internetunternehmen der Welt sein wird? Und er hat gesagt, ja, weiß ich auch nicht, weil das gibt es noch gar nicht. Aber es wird was mit Bildung zu tun haben. Und die These, die uns vielleicht durchaus noch sehr steil vorkommt, aber zumindest auch, wie ich das wahrgenommen habe, heute in einigen Runden diskutiert wurde an anderen Stellen, die These war, man könnte jetzt also durch assistenzbasierte Systeme ein viel adaptiveres Lernen ermöglichen. Zum Beispiel MOOCs brauchen dann gar keine Menschen mehr, sondern das macht eben dieses System und kann auf die Weise ein direktes Feedback geben, kann auf eine Weise mit den Lernenden arbeiten, wie es im Moment gar nicht finanzierbar und machbar wäre. Das war so, sage ich mal, dort der Gedanke. Und das scheint uns erstmal sehr weit weg, aber es berührt gleichzeitig ein Spannungsfeld, was wir vielleicht auch in unseren täglichen Bezügen vorfinden, nämlich die Frage, wie die Technologie ihren Einfluss hat auf das, was wir in unseren Bildungsbezügen oder Arbeiten machen und machen wollen und machen können. Und wie dort vielleicht auch die Frage, wir hatten das vorhin in dieser Runde bei Andreas Wittke, wie dort die Rolle des Lehrenden eigentlich neu aussieht. Und hat er denn überhaupt noch eine? Und wie kann man die vielleicht neu denken? Und wie muss man vielleicht mitdenken, was technologisch gerade passiert? Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin in diesem Hochschulforum von seiner Grundidee. Und dabei kommt noch ein Aspekt mit dazu, den Sie auch alle kennen. Und wenn wir uns hier umschauen, dann ist das, sage ich mal, ganz handfest, dass wir in Systemen arbeiten, die aus einer anderen Tradition, aus einer ganz anderen Kultur kommen. Und dass wir vielleicht auch mit Menschen zusammenarbeiten, für die das sehr fremd ist. Fremd, was Sie vielleicht selbstverständlich finden. Und wenn Sie jetzt zu SAP, Google oder sonst wohin gehen, dann ist vielleicht das, was die machen, für Sie fremd. Und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die finden halt auch tagtäglich statt und die beeinflussen unsere Arbeit. Und ich glaube eben, und das war auch eine der Grundannahmen des Hochschulforums, dass das ein Potenzial hat, wo wir mitgestalten können und dass das auch die Aufgabe ist. Insofern bin ich ganz froh, heute hier zu sein, weil mein Eindruck ist, Sie sind die Macher. Sie sind die, die Tim Höttges auf eine Weise auch mit anspricht, wenn er sagt, wir brauchen mehr Leute, die machen und die etwas ausprobieren und die da vielleicht genau auch an diesen Spannungsfeldern entlang schaben und sich damit auseinandersetzen, dass die Hochschulleitung davon nichts hören will oder der Kollege oder vielleicht auch die Studierenden. Also da sind viele Aspekte mit drin. So, dazu mal am Anfang und jetzt gucke ich mal, geht das? Ah ja, so. Das war mal ein Bild, das habe ich von Hartz Konrads geklaut. Also, das war auch mal so die Vorstellung. Ist das eigentlich in Zukunft alles nur noch virtuell? Braucht es die Institution gar nicht mehr in der physischen Ausprägung? Und wenn Sie dann das zweite dazu nehmen, dann sieht man, das sind jetzt Bilder aus Asien, wo wir letztes Jahr in Singapur waren, dass es vielleicht schon auch eine ganz wichtige Frage ist, wie ist eigentlich die Lernarchitektur in diesem räumlichen Sinne? Wie wird das mitgedacht? Und wie verändern sich auch Lernprozesse, wenn das mitgedacht ist? Und das ist in Deutschland durchaus auch schon an einigen Orten direkt erfahrbar, aber ganz schlicht und zugespitzt, das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Es bedeutet eben an vielen Stellen auch, dass man wirklich Geld in die Hand nehmen muss. Herr Hesse vom Institut für Wissensmedien in Tübingen hat gestern gesagt, er war in Sydney, das Ding hat 500 Millionen gekostet, was die sich da hingestellt haben, als Innovationsleuchtturm. Das ist natürlich, sag ich mal, extrem, aber alleine diese Prozesse, wer ist damit beschäftigt? Wer denkt das denn eigentlich mit, wenn jetzt ein Gebäude neu gebaut wird? Sind da die richtigen Architekten am Werk? Haben die eine Ahnung davon, was technologisch vielleicht heute passiert und was morgen gebraucht wird? Also das sind auch so Fragmente, die entscheidend sind, die wichtig sind und die auch das Hochschulforum auf eine Weise indirekt oder direkt mit adressiert hat. Und insofern ist es vielleicht auch gar kein Entweder-Oder. Wir haben eine FH Lübeck, die komplett online Studiengänge anbietet mit der virtuellen Fachhochschule. Aber natürlich haben wir auch die Uni Marburg, die mit dem Inverted Classroom von Herrn Handke, vielleicht im Moment noch eher in einsamer Position, aber wo Einzelne eben sehr aktiv sind. Und wir haben alles dazwischen. Und all das braucht vielleicht auch eine politische Rahmung und es braucht auch eine Hochschulleitungsrahmung. Und da sind wir im Grunde genommen bei unserem Thema. Wir haben also gesagt bei dem MOOC, es ist mehr als nur das Format, es ist das System und dafür haben wir eben diese 70 Experten, von denen Jürgen schon gesprochen hat, gefragt, ob sie sich vorstellen können, in 6 Arbeitskreisen bestimmte Themen und bestimmte Fragen mal ein bisschen genauer zu erfassen und so auch den einerseits den Status quo zu erheben, was gibt es eigentlich derzeit in Deutschland und in der Hinsicht auch gute Praxisbeispiele aufzuzeigen, wo könnte es für andere vielleicht lohnend sein hinzuschauen. Und dann in einem Schritt auch Empfehlungen abzugeben. Und das finden Sie in dieser Kurzfassung, auch in dem Bericht, der jetzt noch in Papierform auch mit verteilt wurde an deutsche Hochschulen. Es gibt ihn auch in der Langfassung und wie gesagt, es gibt auch alles davon online. Wir haben zu der Zeit 2013, als das losging, gesagt, all diese Herausforderungen sind täglich spürbar in den Hochschulen. Und dass die Digitalisierung oder der Wandel eine Möglichkeit sein kann, mit diesen Herausforderungen erfolgreicher umzugehen. Also dass es nicht nur eine zusätzliche Aufgabe ist, sondern dass es auch hilft, Dinge besser zu lösen. Und dann waren es eben diese 4 Gruppen, die wir eingebunden haben oder die wir auch adressieren wollten. Auf der einen Seite die Lehrenden, die Hochschulleitung, weil wir ihnen eben auch in dieser strategischen Entwicklung eine wichtige Rolle zuschreiben, die Politik. Und die Unternehmen, weil eben dort auch nochmal ein anderer Blick da ist und auch vielleicht ein anderer Hintergrund, der nochmal sehr wertvoll ist für so ein vernetztes Zusammenarbeiten. Wir haben in jeder Gruppe ungefähr 10 bis 12 Experten gehabt, ein Gesicht nach vorne, einen Themenpartner, wie wir sie genannt haben. Ich werde da jetzt nicht auf die Einzelnen eingehen, aber nur das wir das mal gesehen haben und ich komme auch gleich in Teilen zu Auszügen der Ergebnisse. Es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen und ist vielleicht eben auch gar nicht so zentral. Aber ein Punkt nochmal, wir haben eben verschiedene Begleitschiffe gehabt, sowohl was jetzt die Veranstaltung anging, was entsprechende Vernetzungsarbeit anging, also je nachdem, wo Sie arbeiten, finden Sie in Deutschland, in den Hochschulen, unterschiedliche Unterstützungsangebote. Hessen ist da zum Beispiel relativ dünn. Wenn Sie jetzt beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen gucken, dann haben die sich da jetzt gerade im letzten Jahr nochmal sehr stark mit auf den Weg gemacht und entsprechende Impulse gegeben. Es gibt in Bayern die virtuelle Hochschule, es gibt in Niedersachsen Elan und so kann ich das durchgehen, aber es ist eben sehr unterschiedlich und wir haben auch in der Hinsicht die Kooperation gesucht und gesagt, die können einerseits ihre Expertise bei uns mit einbringen und andererseits können wir über bestimmte Veranstaltungen oder eben auch Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern dafür sorgen, dass das, was hier erarbeitet wird, auch Gehör findet und Verwendung findet. Ja, das ist die Website, das sind die Videos. Auch interessant, wir haben zum Beispiel diesen Digital Turn, das war irgendwann so eine Erfindung auf dem Weg beim Gehen. Wie kann man das eigentlich nochmal greifen, auch was man nach außen tragen kann. Das kam übrigens aus der Linguistik, nicht wahr? Der Begriff des Turns und der greift hier, glaube ich, auch. Also da sind einige Videos, die durchaus interessant sind, wenn es Sie dann interessiert.
29 Arbeitspapiere. Auch da sind einige, glaube ich, dabei, die für ihre konkrete Arbeit vor Ort interessant und anregend sein können. Und wir haben eben auf dem Weg bei der Hälfte, sage ich mal, dieser Zeit, das war auf 3 Jahre angelegt, gesagt, es braucht schon mal was für die Diskussion. Wir brauchen schon mal so ein paar pointierte Thesen, mit denen wir auch an die Öffentlichkeit treten wollen, obwohl die Gruppen alle noch gar nicht fertig sind. Das war dann in diese Themenwoche integriert. Die haben wir jetzt vor 1,5 Jahren durchgeführt. Und das war eben an vielen Stellen auch in der physischen Begegnung nochmal eine besondere Zeit. Für uns war es sehr anstrengend, aber insgesamt, glaube ich, ein voller Erfolg, weil wir eben auch überzeugt sind davon, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns jetzt kurz unterhalten oder ob wir uns nur virtuell begegnen. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, aber die Vielschichtigkeit, die in so einer persönlichen Begegnung steckt, die haben wir hier eben auch, glaube ich, zu voller Blüte erlebt. Und wir hatten dabei dann eben, das ist die Staatssekretärin aus dem BMBF, eine politische Wahrnehmung, die, glaube ich, da nochmal ganz gut dem Thema einen Boden gegeben hat. Das hat sich auch über die Zeit dann in Presseberichten niedergeschlagen. Auch das ist wichtig. Wir glauben, es macht einen Unterschied, ob das im Spiegel steht oder in der FAZ oder ob wir das sagen. Also die sagen natürlich nicht unbedingt das Gleiche, aber wenn der Hochschulpräsident wird, ach, der Hanke hat, ist da irgendwie mit genannt oder so, dann ist das ein anderes Setting, kennt sie. Wir haben, und das ist, finde ich, nochmal ganz schön, weil das war auch nicht in der Projektskizze, als wir das eingereicht haben. Wir haben auf dem Weg eben neue Entwicklungen und Themen gesehen, wo wir gesagt haben, natürlich sollten wir uns damit auch auseinandersetzen. Kann die digitale Bildung ein Instrument sein, um in diesem Fall jetzt ein sehr gesellschaftspolitisch relevanten Thema nochmal eine neue Richtung zu geben oder einen neuen Aspekt zu geben. Und das war in dieser Themenwoche Thema und daraus sind dann ganz schnell auch ein paar Projekte entstanden. Einige davon gibt es jetzt nicht mehr, zum Beispiel dieser Ready for Study MOOC, der an der Leuphana-Uni in Lüneburg stattfand, der wird vielleicht nochmal weitergeführt, aber ist jetzt erstmal einmal nur stattgefunden. Die anderen beiden kennen Sie vielleicht. Wer von Ihnen kennt Karen oder Kiron? Das ist ein sehr interessantes Modell. Ich werde da jetzt auch nicht in die Details gehen, aber es ist ein Startup, was jetzt inzwischen mit Bundesmitteln auch unterstützt, mit deutschen Hochschulen daran arbeitet, wie man in enger Kooperation online erbrachte Lernleistungen, die sie kuratieren, also das heißt, die gucken sich weltweit an, wo gibt es Veranstaltungen, die für einen Studiengang äquivalent zu ECTS relevant sein können und sorgen dann dafür, dass die von den Hochschulen, die in Partnerschaft mit Kiron zusammenarbeiten, anerkannt werden. Also es gibt schon vorher Anerkennungsstandards, aber es passiert halt nicht. Und hier über diesen externen Player, wenn Sie so wollen, wird eine völlig neue Arithmetik geschaffen. Wie können Hochschulen mit dieser Zielgruppe, mit der sie sonst vielleicht weniger zu tun haben, zusammenarbeiten? Und das Besondere ist eben der Grundansatz, Sie studieren online 2 Jahre und dann können Sie vor Ort Ihren regulären Studienabschluss machen, on campus. Und da sind dann zum Beispiel auch die RWTH Aachen mit eingebunden. Ist eine sehr innovative Idee und eben nicht nur eine Idee, sondern wieder im Machermodus etwas, was sich in der Umsetzung befindet und alles andere als einfach ist. Und bei dieser Themenwoche sind eben viele Akteure auch zusammengekommen, um daran gemeinsam weiterzuarbeiten. Wer bei Andreas Wittke war, hat es auch schon mal gesehen heute. Wir haben ein Tool mit genutzt, das nennt sich Slack. Kennen vielleicht auch einige von Ihnen schon, ist, wenn Sie so wollen, professionelles WhatsApp. Wir haben das für uns auf dem Weg und glauben eben, dass das ein sehr elegantes Tool ist, um informell, so war es für uns erstmal konnotiert, Experten zusammenzubringen und da auch sehr aktuelle Themen zu besprechen, ohne dass wir das vorgeben, sondern auch aus deren eigenen Interessen heraus. Und so gab es jetzt zum Beispiel vor
8 Wochen hat das angefangen, eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Chatbots und will an der Stelle nicht nur darüber reden, sondern die haben jetzt praktisch auch ein Projekt daraus entwickelt. Und das ist innerhalb kürzester Zeit entstanden. Die hätten sich vielleicht auch sonst getroffen, aber hier ist es eben praktisch über die Plattform sehr schnell auch dazu gekommen, dass andere daran Anteil nehmen. Also für uns ein sehr schönes Tool, mit dem wir auch weiterarbeiten wollen. So, jetzt bin ich bei den 6 Themengruppen und ich husche da einmal durch, es sei denn, Sie schreien und sagen, das war zu schnell. Neue Technologien, Geschäftsmodelle und lebenslanges Lernen, das war einer dieser 6 Themencluster. Da ging es zum einen darum, zum Beispiel jetzt auch bei diesen Begriffen hier ein bisschen genauer mal reinzuschauen, was ist eigentlich das Potenzial, wenn wir uns mit Augmented Reality beschäftigen, wenn wir uns mit bestimmten technologischen Entwicklungen beschäftigen, was heißt das für die Hochschulen? Da mal ein bisschen genauer reinzuschauen. Es gibt eine, wie ich finde, sehr interessante Studie zu neuen Geschäftsmodellen und es gibt eben auch eine zum lebenslangen Lernen, beziehungsweise zu der Frage, wie die akademische Weiterbildung eigentlich mit digitalen Formaten arbeitet. Und um das nur mal abzukürzen, eine Erkenntnis ist, die meisten machen es nicht, und zwar gar nicht. Also sie nutzen schlichtweg keine digital verfügbaren Angebote. Das ist jetzt mehr als die Hälfte. Da kann man jetzt darüber reden, brauchen Sie das denn überhaupt? Aber wenn wir uns gleichzeitig vor Augen halten, dass es auch um sowas wie Flexibilisierung geht, dass es hier vielleicht um Berufstätige geht, dass es um neue Zielgruppen geht, dann kann man vielleicht schon sagen, es wäre ganz interessant, würde die Hochschule da ein bisschen systematischer drauf schauen und vielleicht auch mit neuen Personen drauf schauen, was man da weiterentwickeln könnte. Aber das ist eben auch eine der Wahrheiten, dass die Personen, die dieses Geschäft betreiben, wenn ich das so nennen darf, vielleicht gar nicht die richtigen sind, um jetzt digital das Ganze weiter zu bewegen. Also das ist mal nur so kursorisch, wie gesagt. Zweite Gruppe, Internationalisierung. Da haben Sie vielleicht eine Erinnerung, wenn Sie mal als Studierender im Ausland waren, Erasmus. Wir haben gesagt, diese beiden Themen, Internationalisierung und Digitalisierung sollten strategisch zusammen gedacht werden. Dass man damit viel mehr machen kann, dass man damit sowohl denjenigen, der ins Ausland geht, als auch diejenigen, die vielleicht nach Deutschland kommen wollen, als vielleicht auch die Hochschule, die in Kooperation ein Studienangebot gemeinsam mit einer deutschen Institution und so weiter. Also da sind viele Facetten, aber unterm Strich zu sagen, wenn wir, und das ist ein politisches Ziel, wenn wir die Hochschulen internationaler machen wollen, dann geht es nicht mehr ohne die Digitalisierung. Aber gleiches Phänomen, die Personen, die vielleicht jetzt seit 10, 20 Jahren die Internationalisierung gut verstehen, sind nicht unbedingt diejenigen, die jetzt wissen, wie müssen wir das eigentlich machen, um uns da im Netz darzustellen. Und nur mal mit dem Beispiel von dem MOOC bleibend, da ist ja auch sehr viel in so einer Marketing-Wahrnehmungsarbeit passiert. Das war also hiermit ein zentraler Fokus in der Gruppe. Dritte, Change und Organisationsentwicklung, heißes Thema. Die Frage, wie muss eigentlich eine Organisation gestrickt sein, um solchen Veränderungen auch zu begegnen, um sie vielleicht auch wirklich produktiv weiterzuführen. Und da haben wir in dieser Gruppe besonders auf die Hochschulleitung geschaut. Gar nicht, dass es nicht zentral ist, dass alle mitgenommen werden, aber dass wir eben sagen, wenn die Leitungsebene das nicht als ein Thema für sich platziert, und aufgreift und da vielleicht auch die Personen entsprechend mit einbindet, dann passiert da auch nicht so viel. Und das ist genau das, was wir an vielen Hochschulen sehen, dass da eben auch nicht so viel passiert. Und das ist bei einigen, die das für sich als ein Profilierungsinstrument nutzen, die das als ein Entwicklungsinstrument nutzen, dass da ganz andere Prozesse zu sehen sind. Ist jemand aus Aachen hier? RWTH wird häufig gelobt, ich würde es jetzt an der Stelle auch tun, weil hier eben wirklich von der Leitungsebene angefangen viele Teileinheiten systematisch daran arbeiten, wie können wir uns hier eigentlich entwickeln. Die haben beispielsweise, da komme ich gleich zu, ne, eure Lernszenarienstudie mal darauf angelegt, was haben wir eigentlich für Lehrprojekte, die in diesem Bereich arbeiten und wie können wir die in diesen Szenarien sehen und was fehlt uns vielleicht auch oder wo wollen wir neue Prioritäten setzen. Damit sind wir bei der nächsten Gruppe, die vielleicht für Sie am dichtesten ist, nämlich Innovation in Lern- und Prüfungsszenarien. Da haben wir diese Lernszenarien
Auch hier würde ich jetzt nicht ins Detail, aber es war eben eine Erkenntnis zu sehen, dass die meisten Hochschulen in Deutschland vergleichsweise stark bei diesem sogenannten Anreicherungsfeld bleiben. Also mal irgendwo ein PDF-Dokument einstellen, ne, im Learning Management System. Vielleicht gibt es auch eine Vorlesung, die aufgezeichnet ist. Aber es ist alles aus dieser Add-on-Perspektive gedacht und nicht aus einer Blended-Learning-Perspektive, was jetzt hier eher in diesem integrativen Szenario 2 genannt ist. Wie kann man das systematisch verschränken? Und da sind Sie ja im Prinzip genau dran. Wie können wir in einem Inverted Classroom das herstellen, dass man praktisch beide Phasen miteinander verzahnt, dass das didaktisch vor- und nachgedacht ist und entsprechend ganz neue Möglichkeiten schafft. Ein zweiter Punkt, den die Gruppe sich genauer angeguckt hat, der auch für viele Hochschulen sehr relevant ist: Was gibt es im Prüfungskontext eigentlich für Möglichkeiten? Welche Varianten haben wir da? Formativ, summativ? Ich, wie gesagt, würde jetzt verzichten auf die Details, aber auch das ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Und hier ist ein schönes Beispiel, das war der Bayerische Rundfunk. Der hat aus dieser dritten Studie, wie gehen eigentlich die Studierenden mit digitalen Medien um, haben sie da so ein kleines Diagramm gemacht, ist vielleicht nicht im Detail korrekt, aber so zeigt ein bisschen auf, wie die Studie unterschiedliche Lerntypen, die unterschiedlich mit den Medien umgehen, ausgemacht hat. Und das Interessante für ihren Kontext und für uns ist eben, dass der Digital Native nicht automatisch weitermacht in der Uni, sondern eher davon Abstand nimmt und dass nur dort, wo die Lehrenden vergleichsweise stark diese Einbindung auch, sage ich mal, machen, dort haben die Studierenden dann entsprechend auch eine andere Bandbreite von Medien, die sie nutzen, ein anderes Kompetenzprofil unterm Strich. Ja, Curriculum Design und Qualitätsentwicklung, das war in der Tendenz, ist auch ein sehr wichtiges Thema. Hier haben wir stärker nochmal mit Anhörungen gearbeitet. Das ist vielleicht auch ein Grundpunkt. Jede Gruppe hat für sich selber definiert, ob sie jetzt Studien machen, ob sie Anhörungen machen, ob sie einen Booksprint machen oder. Und hier war es eben eher unter der Rubrik Anhörung mal zu gucken, wie können wir eigentlich eine neue, wie können wir Curricula neu entwickeln, was gehört da eigentlich dazu? Und das ist meinem Eindruck nach auch noch nicht abgeschlossen, deswegen machen wir dazu jetzt auch im zweiten HFD nochmal weiter. Ich komme zur letzten Gruppe, Governance and Policies. Da eben die zentrale Frage, wie wird eigentlich auch die Politik mit eingebunden, was braucht es von der Seite und wie sind die Hochschulen insgesamt aufgestellt. Da gab es eine sehr schöne Studie. Ich frage Sie mal, vielleicht vorher. Wenn Sie sich vorstellen, welchen Stellenwert die digitale Lehre an Ihrer Institution hat, wo würden Sie auf einer Skala von 1 bis 6 Ihre Institution einordnen, so als Priorität, als sehr wichtig oder ganz unwichtig, keine Rolle? Was ist hoch? Sagen wir, oh Gott, ich glaube, 6 ist sehr hoch. Ja, dann 1, dann 2 bis 3. Und 1 ist gar nicht. Ich hoffe jetzt mal, ich habe es richtig erinnert. 2. 2. 2. Was ich da hinten? Ja, hoch? Ja, 6, okay. Wir sind schon 2. Gut. Also hier sehen Sie, was an 400 Hochschulen, beziehungsweise ich glaube es sind über 200, die eben diesen ausführlichen Fragebogen beantwortet haben, Sache ist. Die überwiegende Mehrzahl, und da passt es vielleicht ja auch, was Sie gerade gesagt haben, ordnet sich irgendwo so in der Mitte ein. Und das ist ganz interessant, weil es eben auch die Fragen damit beleuchtet, wie viel Priorität geben wir denen eigentlich? Haben wir sowas wie einen Lehrpreis? Haben wir sowas wie neue Personalstrukturen? Oder alles, was damit reinspielt, geht in der Tendenz leichter, wenn es einen hohen Stellenwert hat und nicht, wenn es irgendwie so ein Begleiteffekt ist. Okay. Jetzt sind wir nochmal bei unserem Abschlussbericht und da würde ich jetzt auch ein bisschen kurz springen. Ich glaube, das ist eine zentrale Aussage. Wir sehen über die Bandbreite dieser 6 Cluster, dass es an bestimmten Orten, bei bestimmten Personen, in bestimmten Zusammenhängen ganz tolle Projekte gibt. Aber sie sind eben sehr vereinzelt.
in der Regel. Und dass es insofern wichtig ist, wie kommen wir jetzt stärker dahin, das zusammenzuführen, das in einem Gesamt, ich würde es jetzt gar nicht unbedingt Ökosystem nennen, aber in einem Gesamtmodell zusammenzuführen. So, und da sagen wir einerseits, dass es eben die Hochschule insgesamt auch stimuliert, dass es eine Weiterentwicklung gibt, dass es beispielsweise auch dazu beitragen kann, dass gute Lehre sichtbar gemacht wird, dass man neue Erkenntnisse gewinnen kann. Wir sagen, dass es, zu den Handlungsempfehlungen, weil das ist vielleicht jetzt nochmal im Kern wichtig, was wir empfehlen. Wir sagen, auf der einen Seite, es braucht die Strategieprozesse, wie bei dem Beispiel mit der Hochschulleitung eben schon angetickt. Wir glauben, es ist eine Chance für das Profil, dass man insgesamt sagen kann, es ist nicht für jede Hochschule das Gleiche, was ich brauche, was ich will, was für uns und unsere Studierenden eigentlich passt, aber dass man das als ein Instrument benutzen kann, um dort auch das eigene Profil weiter auszubilden. Und wir glauben, dass es in der Hinsicht auch für dieses ganze Thema der Flexibilisierung, für Weiterbildung und neue Zielgruppen eben eine Chance ist und dass dafür auch entsprechende Strukturen vorhanden sein müssen. Internationalisierung ist eben schon erwähnt worden, auch bei digitalen Medien. Ich glaube, was nochmal sehr wichtig sein wird, auch über den Tag hinaus, ist die Frage, wie können die Hochschulen eigentlich zusammenarbeiten. In dem Chiron-Fall ist das jetzt ein Modell, aber da gibt es eben noch sehr viel mehr Möglichkeiten und das hängt an vielen Stellschrauben, ist aber aus unserer Sicht eben noch ein Potenzial, wo noch sehr viel mehr sowohl in der Institution als auch in der Politik getan werden muss. Die Anreize. Warum soll man sich da eigentlich engagieren? Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Ich bin sicher, Sönke Knudsen hat das heute Morgen schon sehr stark auch ausgeführt, wie wichtig das ist, diese Kultur. Und ich glaube, das ist beispielsweise eine Botschaft, die im Moment, ohne da viel versprechen zu können, aber die im Moment durchaus auch in der Politik Gehör findet. Dass man stärker darüber nachdenkt, wie kann eigentlich die Lehre im Verhältnis zur Forschung nochmal eine andere Wertschätzung auch über entsprechende Förderungen erfahren. Es gibt bereits einige Bundesprogramme, aber wenn Sie sich anschauen, wo der klassische Forscher hingeht, dann ist es eben zur DFG und das ist ein anderer Mechanismus, das ist eine andere Infrastruktur. Und es ist kein ganz neuer Gedanke, aber einer, der jetzt nochmal neue Konjunktur hat, dass man vielleicht vergleichbare Strukturen für die Lehre brauchen könnte. Und das ist dann gar nicht mehr nur digital. Aber es ist eben an der Frage, wie kann Lehre im 21. Jahrhundert weiterentwickelt werden, zentral dieses Digitale mitzunehmen und mitzusehen. Unterstützungsstrukturen, das kennen Sie alle. Wer ist denn eigentlich an den Hochschulen damit befasst? Wie viele sind es? Wer hat da vielleicht auch welches Kompetenzprofil? Also auch da ist viel zu tun. Ja, ich würde noch mal kurz bei der Politik sagen, wie eben erwähnt, dass hier jetzt auch ein entsprechender Handlungsdruck da ist, dass man dort stärker aktiv sein möchte. Das ist nicht zuletzt auch aus Unternehmensperspektive, wenn wir uns vor Augen halten, wir sind ein Industriestandort und wir bilden auch die nächste Generation aus. Ja, dann braucht es vielleicht auch innerhalb der Hochschule, auch innerhalb der Schule, andere Möglichkeiten, diesen digitalen Wandel, der außerhalb der Mauern stattfindet, wieder in die Hochschule reinzuholen. In meiner Erinnerung von diesem Eingangsmoment war das in den 90er Jahren noch anders, dass die Hochschule da vorneweg Impulse gegeben hat. Ich glaube, das ist heute in der Tendenz sehr viel seltener. Okay, jetzt sind wir bei der Zukunft. Was ich Ihnen vielleicht schon mal vorneweg sagen kann, wir werden als ein kleines Element in den nächsten Wochen einen sogenannten, also wir nennen das CFE, Call for Experts, starten. Wir wollen gerne, dass wir über den Kreis der bekannten Akteure hinaus Leute animieren, sich bei uns in einer vergleichsweise schlanken Maske einzutragen mit ihren Kompetenzen, mit ihrem Hintergrund, weil wir eben an vielen Stellen, sowohl in den Arbeitspapieren, die wir selber jetzt bearbeiten,
als auch in diesen erwähnten Sondierungsgesprächen mit dem BMBF bei Veranstaltungen glauben, dass es da einen zunehmenden Bedarf gibt an Experten, die in diesem Kontext was zu sagen haben, vielleicht auch gerne was sagen wollen. Und ich würde Sie da wirklich einladen wollen, wenn Sie das interessant finden, wenn Sie glauben, dass Sie da für ein bestimmtes Feld, zum Beispiel Inverted Classroom, einen Beitrag leisten können, dass Sie sich dann entsprechend auf unserer Webseite in diesen Call for Experts eintragen. So. Wir müssen uns jetzt nochmal vor Augen halten, 3 Jahre, tolle Arbeit, 29 Papiere, Veranstaltungen etc. Durchaus eben auch mit einem gewissen Gehör, aber unterm Strich muss man, glaube ich, anerkennen, dass es in erster Linie eine Sensibilisierungsarbeit war, wo wir eben diese Aufmerksamkeit geschürt haben, wo wir vielleicht metaphorisch gesprochen den Boden bereitet haben. Und jetzt ist eben der zweite Ansatz, dass wir gerne in dieser nächsten Phase in die Umsetzung stärker gehen wollen und dass es dafür auch nochmal neue Instrumente braucht. Ich verzichte mal, das macht ja nichts. In diesem Paket 2 wollen wir die Hochschulleitung adressieren. Es wird in Kürze eine Ausschreibung geben, wo bundesweit Hochschulen eingeladen sind, und zwar über die Hochschulleitung, dass sie sich mit einer Interessensbekundung bei uns bis Mai, ist das glaube ich, zurückmelden und dann in den Genuss kommen eines Begleitprozesses. Und dass dabei, deswegen heißt es auch Peer-to-Peer, die Hochschulleitung miteinander im Austausch stehen. Es sind nach unserer jetzigen Struktur erstmal nur 6 Hochschulen, die dabei ausgewählt werden. Aber wir sehen bereits, in Baden-Württemberg gibt es wohl durchaus Interesse, dass man das vielleicht auch landesbezogen nochmal erweitern könnte. Und so ist es hier jetzt erstmal ein erster Impuls, wo wir sagen, in der weiteren Entwicklung dieser Strategie sollten verschiedene Leute in der Institution eingebunden werden und wir stellen einen gewissen Support, eine bestimmte Prozesskette bereit, damit dort möglichst viel bei rauskommt und die Hochschule 2, 3 Schritte weiterkommt in der Umsetzung dieser Strategien. Das ist also in diesem Paket im Mittelpunkt. Das dritte Arbeitspaket, das ist, finde ich, nochmal das Wichtigste, weil das ist, wenn Sie so wollen, haben wir das eine top-down und das andere bottom-up. Wir glauben eben, dass es auch im Umsetzungssinne wichtig ist, dass wir diese Netzwerkarbeit verstärken und dafür ist dieses Netzwerk für die Hochschullehrer angedacht, wo wir auch wieder in Kürze alle deutschen Hochschulen anschreiben, Experten in dieses Netzwerk zu entsenden und wir dort praktisch auf der einen Seite Ergebnisse aus dem HFD noch mal ein bisschen genauer scannen, im Blick auf das, was können die eigentlich beitragen für eine Weiterentwicklung von Lernszenarien oder. Aber dass wir stärker noch auch mitbekommen, was läuft eigentlich vor Ort und was läuft noch nicht und dass das miteinander zusammengeführt wird und da dann auch bestimmte Angebote mit drin sind. Also wir werden eine Summer School haben, wir werden Workshops haben, online wie offline. Da sind verschiedene Dinge geplant. Es wird auch sowas wie Slack geben und das ist vielleicht durchaus für Sie interessant, wenn Sie an Ihre Institution zurückkehren, da mit der Hochschule im Gespräch zu sein. Ich glaube, das wird ein ganz vielschichtiger Vernetzungsprozess. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren durchaus da produktive Vernetzungen geschaffen und glauben, dass das hier jetzt in der nächsten Stufe nochmal eine Chance ist, über Landesgrenzen hinweg, über Institutionengrenzen hinweg und letzten Endes auch über Fächerkulturen hinweg nach neuen Wegen und Möglichkeiten zu suchen, die Digitalisierung selbstverständlicher werden zu lassen. Ich komme heute nicht mehr. Okay. Why not? Wie die Kirche das? So, das ist jetzt in der Tendenz nochmal eine Weiterführung von Themen, aber pointierter. Wir sagen, jetzt für ein Jahr gibt es bestimmte Schwerpunkte, wo wir nochmal mit Experten daran arbeiten wollen, dass konkrete Lösungen für eine Herausforderung geschaffen werden. Zum Beispiel zum Thema Anerkennung. Wie können eigentlich online erbrachte Leistungen schneller angerechnet werden? Kiron ist ein Beispiel, aber es gibt eben noch ganz andere Szenarien, wenn Sie an Open Badges denken oder.
wo das eben noch nicht gelöst ist. Also dass es auch neue Standards braucht, damit Hochschulen das vielleicht systematischer auch aufgreifen. Daran wird diese Gruppe arbeiten. Ein zweites Thema ist dieses Curriculumsthema, weil es sowohl in den Formaten wie in den Inhalten nach unserer Einschätzung bisher daran fehlt, wie eigentlich die weiter gestrickt werden und was es dort für neue Möglichkeiten gibt, die eben auch viel systematischer mit aufgreifen, dass es in Zukunft vielleicht neue Kompetenzprofile braucht und dass die jetzige Struktur das in ihrem Curriculum noch nicht berücksichtigt. Das ist Gruppe 2 und Gruppe 3, Lehrerbildung. Da haben wir sozusagen jetzt ja hier auch die Schnittmenge, dass Sie, wenn Sie in der Schule arbeiten oder in der Hochschule arbeiten, sehen können, da passiert noch nicht so viel in der Ausbildung. Weder in der ersten Phase, noch in der zweiten und in der Regel auch wenig in der dritten. Und diese Gruppe wird dort eben vor allen Dingen jetzt auf die erste Phase gucken, aber in Kooperation mit weiteren Partnern auch im zweiten Schritt dann schauen, wie lässt sich das eigentlich weiterführen. Weil wir davon ausgehen, wenn wir wirklich einen Change haben wollen in den Bildungsinstitutionen, dann braucht es an dieser Schnittstelle ganz viel, weil dort eben entsprechend die nächste Generation ausgebildet wird und die eben nach unserem Eindruck vergleichsweise wenig Angebote haben, beziehungsweise das zu wenig im politischen Diskurs Berücksichtigung bisher findet. Okay, das kommt auch aus Asien und ich glaube, Sie sind schon mitten in der Wirklichkeit angekommen. Die Politik ist vielleicht auch dabei, das ein bisschen stärker anzuerkennen. Wir hoffen, dass mit unseren Instrumenten da auch an der einen oder anderen Stelle das besser gelingt, dass wir, um wieder zum Anfang zurückzukehren, ganz viel Wirklichkeit wird und Dinge gemacht werden. Insofern wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben, auf Rückfragen. Aber wie gesagt, es ist heute ja auch vielleicht nur der Anfang. Dankeschön.